Beste Erinnerung an London. Ich war da auf Flucht und habe gleichzeitig dann studiert. Ich hatte da eine Vorlesung in der Uni, International Economics, irgendwie sowas. Und es war ein riesen Hörsaal so. Und die Wirtschaftswissenschaftlerin, die dann da geredet hat, war komplett in Burka. Und ich war so, hä, warum ist sie in Burka? Ich kenne es so. Aber ich war halt aus Deutschland und ich bin schon so therapiert gewesen. Ich war auf die Leute am gucken, so, wann reagiert hier jemand? Die war einfach in Burka und hat die ganze Zeit erzählt so von internationaler Ökonomie. Und da habe ich festgestellt, okay, krass, keinen juckt's. In England sind die Leute auf jeden Fall toleranter als ich selber.